Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout New Vegas. So, dann wollen wir mal gleich reinstarten in das Ganze hier. Wir hatten ja letztes Mal die Van Graffs gemacht. Jetzt geht es mal los zur Bruderschaft. Ich habe Veronica auch mit, auch ein bisschen ausgerüstet und so. Mal gucken. Na los. Es geht ja hier jetzt schon gut los. Und ich wollte ihr einfach mal ein bisschen OP-Waffe geben. Passt eigentlich. So, jetzt hab ich mich jetzt verjagt. Hinter uns war noch einer. Gut. Also OP-Waffe schon mal ganz cool, ne? Passt. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, dass wir zur Bruderschaftsbunker... Immer wenn hier der Nachtbetrieb ist, dann finde ich das immer nicht. Ich selbst nehme jetzt halt nur so billig Kramsels mit. War doch jeder Bunker. Ich sehe das halt immer nicht. Das ist belastend. Ich finde jetzt noch nicht mal den Zaun. Na, hier haben wir einen Bunker. Der richtige. Ich hoffe mal. Oder wollen wir mal gucken? Nein, das ist der falsche Bunker. Verdammt, ich verlaufe hier jedes Mal. Ah. Mal, ich kann es auch nicht so gut erkennen, weil... Landsturm. Weil die Abwehr funktioniert. Müssen wir so sagen. Abwehr funktioniert tadellos. Nur ich muss jetzt erstmal den blöden Bunker finden. Das ist ja der Wahnsinn. Ich sehe es schon wieder nicht. Das war, wenn wir drauf geportet sind. Mach's jetzt nochmal. Eigentlich nur ein Stück geradeaus laufen. Oder nicht? Halt echt nichts. Der hält die Lüftungsklappen hier gerade. Aber mehr auch nicht. Es sieht ja schon geil aus. Es ist auch sehr hilfreich. Hundertprozentig. Wissen wir ja, aber... Oh Mann. Vielleicht der hier gewesen? Nochmal gucken. Ja, das ist... Oh, ey. Hauptsache erstmal 3 Minuten im Kreis drehen. Und nicht wissen, was los ist. Das passt schon. So, dann wollen wir mal den Ältesten sagen, dass wir die Van Graffs erledigt haben. Aufbereitete Munition. E-Akku und ein bisschen Energie für meine Waffen. So, dann gehen wir mal hier hinten einmal durch. Wenigstens kenne ich mich hier ein bisschen mehr aus. Wo hat die mich angeguckt? Falsche Richtung. Dann wollen wir noch mal gucken hier. Schön, dass Sie wieder da sind. Was kann ich für Sie tun? Ich habe mich um die Van Graffs gekümmert. Gut gemacht. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist verdammt gut, dass wir uns wieder vorwärts bewegen. Zeit, Ihnen zu gratulieren. Ich habe die Ehre, Ihnen für Ihre Taten im Namen der Bruderschaft den Titel Paladin der Bruderschaft verleihen zu dürfen. Normalerweise gäbe es eine Zeremonie und so, aber im Moment sind alle zu beschäftigt für solche Dinge. Was ich Ihnen jedoch geben kann, ist Ihre eigene Powerrüstung. Unsere besten Stücke brauchen wir selbst, aber ich ließ Ihnen diese hier zusammenbauen. Da fällt mir ein, Sie wissen gar nicht, wie man damit umgeht, oder? Nö. Aber ich krieg eine T-45D, hm? Die Dinger sind wie jede andere Rüstung, nur schwerer, oder? Unfug. Powerrüstungen trägt man nicht, man benutzt sie. Sie sind auf ihre Art Waffen und man muss wissen, wie man sie einsetzt. Wenn Sie sich damit nicht auskennen, können Sie nicht einmal darin gehen. Wie wäre es also mit einer schnellen Einführung? Ich hätte nichts gegen ein wenig Unterricht. Hier, ich zeige es Ihnen. Es ist ganz einfach, sobald man sich daran gewöhnt hat. Zuerst zieht man das Ding an. Hm.
So, jetzt sollten Sie den Bogen raushaben. Nach dieser Ausbildung müssten Sie mit jeder Art Powerrüstung umgehen können, die Sie finden. Also gut. Zusätzlich zur Rüstung habe ich den Befehl erteilt, dass Ihnen all unsere Waffen und Ausrüstungsgegenstände zum Kauf bereitstehen sollen. Obwohl Sie jetzt ein Mitglied der Bruderschaft sind, habe ich keine weiteren Wünsche mehr an Sie. Sie haben sicher eigene Ziele da draußen. Sie können kommen und gehen, wie es Ihnen gefällt. Auch wenn ich hoffe, dass Sie eines Tages länger bei uns bleiben werden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Außens... Bruder. Ja, wir sind endlich mit der Powerrüstung vertraut. Dann wollen wir gleich mal gucken. Was hast du mir denn hier Schönes gegeben? Die ist schon so kaputt. Oh, schade. Die ist so kaputt. Ja, aber wir haben jetzt auch die Möglichkeit hier zu kaufen. Wird das Reparieren immer wichtiger. Das heißt, ich muss jetzt zum Schießstand, weil da war ja der Händler. Wo wir uns jetzt auch ein bisschen was kaufen könnten. Und da soll ja das Bestmöglichste der Bruderschaft drin sein. Dann wollen wir mal gucken, was das Bestmöglichste der Bruderschaft ist, was zum Verkauf steht. Ob da vielleicht was Interessantes für uns bei ist. Hallo, wollen Sie ein paar Kronkorken loswerden? Na, zeigen Sie mal ein Angebot. Unsere Patrouillen schleppen immer mehr Kram an. Schauen Sie ihn sich mal an. Erstmal ganz normal durchgucken. Gatling Laser, ha. Gaussgewehr. Der geölte Blitz. Ja, war ja eher Nahkampf. Hier haben wir wieder Kampfrüstung im Mark II. Hier haben wir auch eine T-45 Powerhelm. Boah, ist jetzt nicht so schlimm. Aber eine T-51 ist natürlich ein bisschen geiler. Ja, Tri-Strahl haben wir ja selber. Das heißt, sie verkauft dir jetzt auch Power-Rüstungen. Ja, dann wird es ja langsam allmählich Zeit, dass wir wieder im Level aufsteigen, damit wir das mit dem Reparieren zusammenkriegen, damit ich die dann halt auch mit Metallrüstungen reparieren kann. Sehr cool. Offenbar macht sich die RNK neue Freunde. Berichten zufolge umwerben sie eine Bande in Friesland. Berichten zufolge? So. Gut, kein Zugang, ja. Muss ja hier anders hoch. Will immer woanders hin. So, wir können noch mal gucken. Habt ihr mir noch mal ein bisschen was dagelassen? Nein. Schade. Aber wir haben jetzt Powerrüstung und ich darf Powerrüstung tragen. Endlich. Gut, wo gehen wir dann jetzt mal ein bisschen Ärger machen? Müssen wir erstmal gucken. Das war jetzt schneller als gedacht. Ich dachte, da kommt vielleicht noch mal was. Wir müssten eigentlich noch zum Hooverdamm. Das ist für Ja-Sager. Stimmt, die Vorräte hätte ich ja beinahe vergessen. Die Vorräte. Mensch, das ist immer... Ah. Wenn man jede Woche nur einmal spielt, ne? So nach dem Motto. Kommt man ab und zu mal ein bisschen durcheinander. Aber das können wir ja gerne mal machen. Nach Vorräten fragen. Bei der RNK... Okay, wuff, wuff. Was gibt's? Ich wollte nach den Truppen sehen, die von Camp Floren Hope hergeschickt wurden. Sie waren vor einer Weile hier. Hab ihnen gegeben, was ich konnte. Nicht viel. Aber so schlecht es uns hier auch geht, denen geht's schlechter. Ich habe Soldaten gesehen, die dorthin versetzt wurden. Das ist, als gäbe man ihnen ihr Todesurteil. So etwas wünsche ich niemandem. Wir haben einen GPS-Marker in die Versorgungskiste gelegt, falls Sie sie suchen wollen. Ihr Pip-Boy kann das Signal finden. Viel Glück. Dankeschön. Bis später. So, dann wollen wir mal der Markierung meines Pip-Boys folgen. Weit müssen wir dann rüber? Das geht ja eigentlich. Folgen wir erstmal der Markierung. Dürfte ja nicht allzu schwer sein. Aber wir können Powerrüstung tragen. Ah, jetzt noch ein paar Level machen. Ich brauche unbedingt das Reparieren in besser. Dann braucht man nicht immer die gleichen Items, sondern können halt auch äquivalente Items benutzen. Gucken wir mal, was ich da noch alles in der Kiste drin habe. Dann kann ich auch eine Powerrüstung reparieren. Also mit Metallrüstung stand ja schon dran. Und eine Metallrüstung kriegen wir deutlich leichter.
Aber nun gut. Rote Punkte tauchen auf. Schauen wir mal, was das für rote Punkte sind. Ach, das sind nochmal ein paar Echos. So. Ach, jetzt werde ich auch noch durstig. Eine Kampfhandlung und schon wird man durstig? So, erstmal was trinken. So, dann nehmen wir uns gleich das Fleisch mit. Haut auch. Wer weiß, wann wir es nochmal brauchen. Dann schauen wir mal. Ich glaube, ich sehe schon die Kisten. Thorn Hope, Brief. Und Brief 8. Noch einer. Erkennungsmarke. Na gut, dann gucken wir erstmal in die Briefe rein, bevor wir weitermachen. Das war ja die Vereinbarung, die hatten wir ja schon gelesen. So, Brief 1. An meine teuerste Ellen. Wir sitzen in der Klemme. Einer der Männer geht davon aus, dass wir hier lebend rauskommen. Die Lage ist ziemlich finster. Ich schreibe diese Zeilen, damit du weißt, wie viel du mir bedeutest. Falls mir etwas zustößt. Ich war dumm, der NK beizutreten und dich zurückzulassen. Und ich habe es jede Sekunde jedes Tages bereut, den ich hier bin. Mein einziger Wunsch ist es, dich wieder zu sehen und in meinen Armen zu halten. Der Gedanke an dich, mir Kraft zum Durchhalten. Ja, ich habe Fehler gemacht, aber du warst das Beste, was mir je passiert ist. Es tut mir leid, liebe dich, Harry. An meine Brüder. Wenn ihr das lest, bin ich wahrscheinlich ein Glückstreffer eines ekelhaften Legionärs zum Opfer gefallen. Hoffentlich ist der Dreckskerl tot und begraben. Aber wenn nicht, solltet ihr mich besser rächen, da ich euch sonst bis zu eurem Todestag heimsuchen werde. Quincy, ES, tötet alle Legionärschweine, die ich übrig lassen muss. Okay, dann gucken wir hier mal rein. Aha. Ein Rekrut. Eigentlich wollte ich jetzt gegen euch nicht so antreten, aber wenn ihr das so wollt. Na los. Wo sind sie denn? Und schon sind wir gemieden, verhasst. Jetzt geht das Ganze schon wieder los. Naja, gut. Wie gesagt, ist nicht so wild. Ich hab's zu Sita halt noch nicht geschafft. Ich hatte jetzt eher mit gerechnet, dass jetzt hier irgendwas anderes ist. Hier oben ist auch noch einer. Wie gesagt, dann nehme ich dann gleich auch wieder Bone mit. Sollen noch welche sein, oder? Nö. Na gut. So, wir haben jetzt sozusagen die Vorräte. Jetzt können wir sie zu Meyers bringen. Ja, nicht so weit weg. Also Meyers. Durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Ja, aber nur fast. So. Ich hätte nicht erwartet, eine Berühmtheit wie Sie hier zu treffen. Was kann ich für Sie tun? Ich habe die Vorräte gefunden, die sie gesucht haben. Ich vermute, dass meine Männer tot waren. Ein hoher Preis. Aber diese Vorräte werden hier ein paar Leben retten. Danke für Ihre Bemühungen. Schauen Sie doch mal bei Major vorbei. Das sollte ihn interessieren. Okay. Gut. Dann sprechen wir nochmal mit dem Major.
Mit so einer Berühmtheit wie Ihnen hätte ich hier nicht gerechnet. Bitte sagen Sie mir, dass Sie uns helfen wollen. Ich habe den Quartiermeister Myers geholfen, ein paar Vorräte zu besorgen. Schon gehört. Die zusätzlichen Vorräte werden kurze Zeit helfen, aber das löst nur eines unserer Probleme. Durch die Überfälle der Legion in letzter Zeit gehen uns die einsatzfähigen Soldaten aus. Ein paar sind verletzt, mehr sind tot. Sprechen Sie bitte mit Dr. Richards und fragen Sie ihn, ob er Hilfe dabei braucht, unsere Truppen wieder an die Front zu bekommen. Auch von den Kings, dass sie sich zurückgezogen haben. Jetzt reden wir nochmal mit Richards. Hallo. Hallo. Wissen ja noch, wo der ist. Gehen wir mal kurz ins Sunny-Feld hier. Danke nochmal, dass Sie sich um meine fehlenden Medikamente gekümmert haben. Jetzt kann ich sie endlich für Leute verwenden, die sie brauchen. Major Polati meinte, dass Sie vielleicht etwas Hilfe brauchen könnten. Angesichts der aktuellen Auslastung und der Tatsache, dass ich der Einzige mit medizinischer Erfahrung hier im Lager bin, könnte ich Hilfe gebrauchen. Haben Sie medizinische Erfahrung? Ja, ich habe etwas medizinische Erfahrung. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, haben wir hier eine Menge verwundeter Soldaten. Ich hatte noch nicht die Zeit, mir alle anzusehen. Da Sie medizinische Erfahrung haben, könnten Sie sie bitte untersuchen und sie entsprechend behandeln. Gut, dann probieren wir es mal. So, der Mann scheint mehrere Machetenwunden erlitten zu haben. Eine falsche Behandlung wäre tödlich. Machen Sie ihn, möchten Sie ihn behandeln? Medizin von mindestens 35 erforderlich. Alternativ könnte auch eine Behandlung mit Med-X, Whisky und OP-Schlauchen erfolgreich sein. Erstmal in Ruhe lassen. Jetzt muss ich erstmal checken, wie viel haben wir jetzt schon in Medizin. Medi, sind wir 60? Jawohl, das kriegen wir hin. Mit Fertigkeit Medizin behandeln. Vorsichtig reinigen Sie die Wunden und verabreichen Antibiotika, bevor Sie die Wunden vernähen. Der Patient wird vollständig genesen. Gut. Das Bein des Mannes ist schwer verletzt. Um ihn zu retten, muss es eventuell amputiert werden. Sind Sie sicher, dass Sie die Operation vornehmen wollen? Medizin von mindestens 50 erforderlich. Alternativ können Sie auch eine Behandlung mit einer Stützbandage, Med-X und einer Knochensäge erfolgreich sein. Nein, wir machen das in Medizin. Nach der Untersuchung des gesäuberten Beins wird klar, dass es nicht gerettet werden kann. Vorsichtig amputieren Sie das Bein. Während der OP entdecken Sie, dass auch seine Hand brändig ist. Auch wird entfernt, wodurch Sie den Mann das Leben retten. Okay. Okay, da müssen wir nochmal in Ruhe lassen. Ich habe schon gesehen, 75. Da müssen wir nochmal ein... der moderne Arzt einwerfen. Der Mann scheint in nächster Nähe eine Explosion gewesen zu sein. Sein Oberkörper ist von Schnitten übersät und schwer verbrannt. Eine Falschbehandlung wäre tödlich. Möchten Sie ihn behandeln? Medizin von 75 erforderlich. Alternativ können Sie auch eine Behandlung mit einer Pinzette, Med-X und einem Super Stimpak erfolgreich sein. Wir machen es aber mit Medizin. Vorsichtig reinigen Sie die Wunden und verabreichen Antibiotika, bevor Sie die Wunden mit zusätzlicher Haut verschließen. Der Patient wird vollständig genesen. So, haben wir hier noch irgendwo einen? Ah ne, das waren schon alle drei. Na gut. Ah, sieh mal einer an. Was bringt eine Berühmtheit wie Sie in mein bescheidenes Sanitätszentrum? Ich bin mit der Visite Ihrer Patienten fertig. Hervorragend gemacht. Wo haben Sie das gelernt? Ich hätte das wohl selbst nicht besser machen können. Sehr beeindruckend. Was die Soldaten angeht, die werden sich bald erholen und schnell wieder an der Front sein. Oh, der Kreislauf des Lebens. Ich werde Major Polatley von Ihrer Arbeit hier berichten. Und vielen Dank nochmal. In Thema. So, Major Polati. Guten Morgen. Dann wollen wir doch mal gucken,
was der Major zu sagen hat. Schon wieder zurück? Was brauchen Sie? Ich bin mit meiner Hilfe für Dr. Richards fertig. Dr. Richards sagte mir, dass Sie ihm sehr geholfen haben. Von ihm ist das ein enormes Lob. Dank Ihrer Hilfe stehen wir etwas besser da. Aber wir müssen uns immer noch um die Legion bei Nelson kümmern. Wenn wir Nelson zurückgewinnen könnten, würde das unsere Lage in dieser Gegend enorm verbessern und uns einen Vorteil am Hoover-Damm verschaffen. Gibt es Informationen über die Legionstruppen in Nelson? Laut Berichten ist die Legion bei Nelson stark vertreten, aber nicht unbezwingbar. Haben Sie ausreichend Truppen, um Nelson zurückzuerobern? Wir haben relativ viele Männer, aber es wird knapp. Wenn Sie noch ein wenig im Lager helfen, könnte ich wohl zusätzliche Soldaten entbehren. Ich werde noch etwas Zeit brauchen, um mich vorzubereiten. Kommen Sie wieder, wenn Sie bereit sind. Okay, dann kommen wir wieder, wenn wir bereit sind. Elsen. Lass mal gucken. Lager der Legaten. Oh. War nicht schon in Nelson? Hier, Nelson. Nee, da waren wir noch gar nicht. Nelson. Lassener Bruderschaftsbunker ist auch hier noch irgendwo in der Nähe. Na gut, ich hab's ja jetzt schon wieder mit der Legion gepackt, aber ganz ehrlich, ich mag die so. Ich gehe mal kurz Bone holen. Der muss sich austoben. Der muss sich austoben. Das heißt, wir machen auch noch mal einmal kurz leer. Das heißt, ich mache jetzt hier noch mal einen kleinen Schnitt, weil wir haben noch ein paar Minuten. Wir sehen uns dann gleich mit gewechseltem wieder. So, jetzt sind wir soweit vorbereitet. Ich habe jetzt einmal ausgewechselt. Bone ist jetzt mit dabei. Ich habe mich auch noch mal kurz entleert. Und schon wieder zurück. Jetzt können wir los. Was brauchen Sie? Ich möchte über den Angriff auf Nelson sprechen. Bereit? Ich bin bereit. Legen wir los. Ausgezeichnet. Der Tod der Befehlshaber in Nelson wird ein schwerer Schlag für die Legion sein, der es uns ermöglicht, die Stadt zurückzuholen. Treffen Sie sich mit Sergeant Cooper direkt außerhalb von Nelson. Er wird Sie bei der Rückeroberung von Nelson unterstützen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir vielleicht auch vorher noch den Bruderschaftsbunker irgendwie erreichen. Der hier vorne ja sein soll. Schauen wir mal. Der würde mich halt vielleicht nochmal interessieren. Wir sind ja jetzt Paladin. Dementsprechend. Gucken. Jetzt rauf. Wird doch auch irgendwann im HUD angezeigt werden, oder? Oder doch? Oder wie? Oder was? Schauen wir mal. Irgendwie wird er mir... Achso. Ich laufe auch noch in die falsche Richtung. Hoppala. Tief. Tief. Jetzt alles recht ruhig hier. Schauen wir mal. Ist er hier irgendwo sein? Na, springen ist jetzt hier nicht so das Ding. Fast an ihm vorbeilaufen hier. Muss er da unten irgendwo sein, oder? Ich laufe jetzt hier die Gebirge irgendwie total tief und krumm hoch. Oh, komme ich hier nochmal runter? Ich komme hier nochmal easy runter, kein Problem. Hier einfach mankt den Müll durch und dann passt das. Doch denn geradezu sein. Aber bevor wir jetzt Nelson überfallen, vielleicht haben wir da ja noch irgendwelche Technologien, die wir uns unser eigen nennen können. Power-Rüstung.
ein Beispiel. Dürfte ja jetzt eigentlich auch kein Diebstahl sein. Vielleicht sind da auch noch Überlebende der Bruderschaft. Vielleicht mit uns Handel treiben oder irgendwas in der Richtung. Mal gucken. Hier irgendwo... hier sein. Ach, da. Oh, Alter, das Loch ist aber wirklich gut versteckt. Dann wollen wir noch mal gucken. Gehen wir erstmal in Versteck rein. Wer weiß, was uns hier erwartet. Okay. Ist mit Rückständen? Hä? Na gut. Öffnen Ausrüstungsspeicherplatz. Aha. Was geht hier ab? Ach, das ist, nee, im Ödland ist es. Ist was völlig anderes. Das ist das DLC. Ja, verlassener Bruderschaft. Das ist das DLC. Nee, das DLC wollen wir noch nicht machen, haben wir aber schon mal entdeckt. Okay. Da fangen wir jetzt noch nicht an. Ich möchte hier noch im Ödland so ein bisschen mich austoben. So, dann wollen wir erstmal gucken, dass wir in eine Richtung laufen hier. Zu unseren RNK-Brüdern. Jetzt ist die RNK aber eigentlich so halbwegs. Nach Nelson ist es nicht mehr weit. Wenn wir noch näher kommen, baller ich auf jeden Legionär. Ich hoffe, das ist kein Problem. Aha. Nein, das ist kein Problem. Das ist eine Lösung. Da haben Sie verdammt recht. Sie und ich, wir sind echte Problemlöser. Oh ja. Aber richtige Problemlöser. So, wollen wir mal gucken hier. Angriff auf Nelson. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen Nuklear. Ich habe von Ihnen gehört und bin froh, Sie an unserer Seite zu wissen. Packen wir es an. Wir haben nicht viele Truppen, also können wir nur von einer Richtung aus angreifen. Worauf sollten wir den Angriff konzentrieren? Lassen Sie uns von Norden angreifen. Dann ist es der Norden. Wir haben Berichte, es gäbe Geiseln aus der RNK. Wenn das stimmt, müssen wir sie retten. Halten Sie die Augen offen. Unser Hauptziel ist der Legion-Befehlshaber in Nelson. Sein Name lautet Totes Meer. Seinen letzten bekannten Standort finden Sie in Ihrem Pip-Boy. Dann mal los. Na, wollen wir mal. Dann laufen wir mal durch hier. Bin hier aber noch Minen, deswegen laufe ich gerade vor. Das haben wir gleich. So, ersten Hammer. Wird gleich wieder so gehasst sein, aber egal. Na, reicht schon. Da hinten haben wir auf jeden Fall noch mehr. So. Kurz ein bisschen nachladen hier. Nee, nicht den Rumpf, ich will den Kopf. So. Verrufen. Ja. Gut. Klappt doch alles ganz gut. Komm bloß gerade nicht zum Looten. Wofür verschwindet jetzt hier nichts? So, nächsten.
Gut, ich glaube, unsere, die Leute sind jetzt erstmal ruhig. Werde ich auch noch durstig hier. Willkommen, Nelson. Das haben wir gleich. Was denn? Was habt ihr denn? Den Hund habe ich ja noch nicht mal gesehen. Hier wird einer nach dem anderen einfach niedergemetzelt. Jetzt. Wir sind gleich mega, mega negativ. Aber egal, dann kriege ich endlich mal wieder ein bisschen Kleingeld rein, weil ich die ausradieren werde. Wo denn? Wer denn? Ach, da hinten. Ja, das solltest du dir nochmal überlegen zu werfen, ha? Na, warte. So. Da mal rein hier. Das sieht so aus, als hätten wir jetzt hier alles. Das heißt, ich darf jetzt die Leichen looten. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Okay, Soldat, Soldat. Das sieht soweit gut aus. Gucken wir mal. Euch geht hier. Losbinden. Losbinden. Und ihn losbinden. Gnadenschüsse sind der letzte Ausweg. Schön, dass Sie begriffen haben, dass wir die Wahl hatten. Jetzt hin. Ich hoffe nach Hause. So, jetzt holen wir uns erstmal den Rest hier ab, den wir jetzt hier noch fabriziert haben. Uns hier auch mal ein bisschen, der hier unten irgendwo sein. Ah, hier war das. Hier liegen noch Leichen. Wir haben eigentlich keinen RNK-Rekruten verloren. Positives Ergebnis. Gefällt mir. Und das alles mit. Wand oder irgendwas. Hier wird rot angezeigt, aber das scheint wohl da hinten über dem Berg zu sein. Na gut, ist soweit alles gutti. Wie sieht's jetzt aus mit unserer Tragkapazität? Geht eigentlich. Wir könnten mal gucken, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen zusammen reparieren. War voll. Ui. So, dann machen wir hier mal Kundschafterrüstung. Was haben wir? Rekrutenrüstungen. Mache ich hier mal Kundschafterrüstung mal hoch. So. Die Rekrutenhelme. Ich habe ganz schön wieder was verloren. So. Cowboy Repetier. Macheten. Gut zum Verkaufen. Pamin. Ja, passt alles. Sieht alles ganz gut aus. Aus Nelson. Na gut, wo ist denn hier unser... Ist er jetzt wirklich hier schon irgendwo reingerannt? Ja, scheinbar ist er hier schon reingerannt. Gut, dann werde ich mal kurz was trinken. Wasser hatten die aber gut bei. Oder würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut, bevor wir weitermachen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.